Hallo Minecraft-Freunde, ich bin Sergeant Liquid und begrüße euch heute zu einer Folge Redstone für Fortgeschrittene. Heute möchte ich mit euch das Display aufbauen. Leider Versprecher. Und euch da mal die Funktion erklären. So, wie fangen wir an? Wir fangen am besten damit an, dass wir jetzt 11 Blöcke einfach mal hier lang bauen. Das ist nachher die Breite vom Display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, kleine Vorgeschichte noch. Ich hatte halt schon lange nach einem kompakten Display gesucht. Und ihr kennt ja alle die Displays mit den Fackelstrecken, wo ihr dann durch Kombination von aktivierten Fackeln entsprechend eure Symbole darstellt. Nun war natürlich das Problem, dass umso mehr Symbole ich darstellen will, umso mehr Fackeln brauche ich. Also irgendwann habt ihr ein Display, was unglaublich lang ist. Ja, und dann kam Geocraft mit seinem Tutorial. Das werde ich euch auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und mit seinem 7-Segment-Display. Und das habe ich ein bisschen umgebaut. Punkt 1. Ich habe das Flackern weggemacht. Weil dieses Flackern bei ihm, das hat mich ein bisschen gestört. Ich möchte, dass die Zahlen auftauchen. Punkt 2, das zeige ich euch auch noch, verlinke ich euch auch noch, ist hier dieser vordere Teil, wie wir quasi das Signal zum Anzeigen bringen. Da hatte ich mir auch nochmal von einem YouTuber was angeguckt. Das war ein 4 Jahre altes Video. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Ich werde euch das aber auch nochmal verlinken. Gut. Soweit haben wir es. Wir haben jetzt die 11 Blöcke abgezählt und jetzt setzen wir hier lassen wir einen frei, setzen wir hier einen Block, 1, 2, 3, 4 und der letzte wird ein Zielblock. Da haben wir unsere 5 Anzeigen quasi, wo wir uns das Signal rausholen, 2, 3, 4 und den letzten sperren wir gleich von einer etwas anderen Ebene. So, die können wir auch schon hinsetzen. Immer die drei mittleren kriegen auch nochmal einen Verstärker drauf. Das ist gleich, um das Blinken zu reduzieren. So, dann haben wir hier jeweils unsere Ausgabe. Kommt hier ein Komparator hin. Hier. Der soll uns das Agent verhindern. Und zwar über diese Verstärker hier oben. Wenn ihr euch das Tutorial von Joecraft angeguckt habt über das Display, dann wisst ihr jetzt schon, wo es drauf hinaufläuft. So, dann machen wir jetzt hier nochmal Stärker hin. Dann kommt jetzt ein Redstone. So. Dann setze ich hier Fackeln dran. Und dann bauen wir so Verstärker. Jetzt haben wir schon die erste Display-Reihe fertig. So. Wir sehen jetzt hier folgendermaßen, wenn ich jetzt hier ein Signal reingebe, einfach mal jetzt die letzten zwei, die nur aktiviert sind, das schaltet durch, wird aber jetzt hier gesperrt und wenn ich jetzt hier, wir sehen, da vorne ist noch nichts an und wenn ich jetzt hier ein Signal drauf gebe, schaltet die Fackel durch und das Pixel leuchtet.
So, schaut euch das Tutorial von The Joecraft nochmal an. Da zeigt er euch dann nochmal, wie das mit der Grafikkarte und so weiter funktioniert. Ich muss mal gucken, wie weit ich das hier mache. Ich will das hier eh wahrscheinlich in zwei Teile aufteilen. Einmal der vordere Bereich mit dem Display selber, mit der Anzeige und dann der hintere Bereich zum Steuern. Das wird wohl ein zweiter Teil werden. Gut, dann haben wir das jetzt hier soweit. Hier geht es gleich noch ein bisschen raus. Und dann bauen wir mal hier die nächste Ebene. So. Hier können wir auch schon mal beigehen und schon mal die Verstärker setzen. Hier setzen Stufen. Und hier auch. Hier schon mal einen Verstärker hin. Hier und alles weitere bauen wir uns dann nachher auf. So, dann geht es hier einmal hier entlang. 1, 2. Sehen wir auch, warum ich hier Abstand gewählt habe. So, und so kriegen wir das Signal nach und nach durch das gesamte System. Nochmal. Auch nochmal. Jetzt sehen wir auch schon, wie sich das hier mit verbindet. Hier nochmal ein Block drauf. Oh. So sein. Geht nicht anders. Hier nochmal eine Stufe. Dritte Ebene. Fehlt auch noch der Block. Gut. Dann holen wir uns nochmal hier das Signal raus. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Hier wird sich das ein bisschen ändern. So. Das sind jetzt wieder unsere Ausgaben. Und diesmal bauen wir zuerst den Verstärker. Hier unten haben wir erst den Komparator und dann den Verstärker. Jetzt gehen wir aber andersrum und bauen zuerst den Verstärker und dann den Komparator. Hier zur Redstone hin. Und das wird jetzt über diesen Block, über dieselbe Fackel quasi aktiviert. So, hier haben wir dann den nächsten Teil, wo dann wieder die Fackeln sitzen. Ah, aber der Block muss bleiben. Damit das Signal hier auch entsprechend lang geht. Hier wieder entsprechende Blöcke. Stärken. Das muss hier ganz sein. Ja, und dann haben wir auch schon die zweite Ebene. So, hier kommen wieder Stufen hin. Das wird mit Redstone verbunden. Hier kommen wieder Stufen hin. Da kommen wieder
Verstärker drauf. Hier ein Klotz. Hier nochmal Stufen, damit wir das Signal auch schön sauber nachher hochkriegen. Richtig, hier kommt noch wieder Klotz drauf. Und dann haben wir Redstone. Ja, hier vorne kommt jetzt das gleiche Spielchen hier. Erst ein Redstone. Block davor. Wackeln. Ups. So, und dann haben wir auch schon die zweite Reihe fertig. Die dritte kommt hier gleich. Ich werde das jetzt hier alles einmal noch soweit fertig aufbauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Minecraft-Freunde, ich habe jetzt das Display mal soweit fertig gebaut. Immer nach dem gleichen Schema. Hier vorne, nicht? Immer schön. Mit den, glaube ich, habe die Fackel gerade direkt weggebaut. Immer schön hier mit den Fackeln, dass das auch gesperrt ist, dass das Flackern weg ist. Hier hinten seht ihr jetzt die ganze Sperrung immer aufgebaut. Hier mit Stufen und hier den Stein am Schluss. Immer auf die gleiche Art und Weise wie am Anfang. Und nur hier oben gibt es eine kleine Ausnahme. Ihr seht, hier gehe ich normal immer so rein zum Sperren, aber weil wir jetzt hier das Signal von hier sperren beim Reingehen und nicht wie hier drüben dann beim Rausgehen, läuft die Sperrung einmal hier ums Eck. So, wir sehen jetzt auch, das ist unsere Anzeigefläche und wir sind hier innerhalb des Rahmens. Hier geht es halt nicht anders, hier stehen wir ein bisschen drüber, das ist aber nicht schlimm. Da der obere Teil hier abschließt. Und wir sehen, hier haben wir noch ein Überstehen. Das ist aber auch nicht weiter tragisch. Ganz im Gegenteil. Diese Geschichte kann uns noch, hilft uns, dass wir hier von der Anzeige auch nochmal eine leere Fläche haben, quasi. Ja. Das gleiche ist auch hier. Dieses Element hier wird von den Lampen, das sehen wir auch hier, nicht angesteuert. So. Ja, gut. Dann wollen wir jetzt hier mal uns das alles angucken. Wir sehen jetzt, gebe ich jetzt hier ein Signal drauf. Dann läuft das jetzt einmal hier die komplette Strecke durch, bis unten hin. Jetzt hier das nochmal wegmache, sehen wir, wie es nach und nach ausgeht überall. Und wenn ich jetzt hier die Fackel drauf macht, dann sehen wir jetzt sogar, dass alles angeht. Moment, ich mache die nochmal weg, dass wir sehen. Jetzt ist alles aus. Und wenn hier Strom drauf ist, wir die Fackel hier wegnehmen, dann sehen wir, die ganze Geschichte bleibt auch an. So, das heißt, jetzt geht es auch entsprechend wieder aus. Und wir bauen uns jetzt hier quasi unseren Speicher hin. So.
Hier bauen wir noch einen Zielblock hin. Und jetzt haben wir hier schon unseren Speicher. Der kriegt hier nochmal später zum Löschen. Ja, wunderbar. Das hier greifen wir uns ja ab. Verzögern das, weil wir haben ja nur ein Tick Signale. Erstmal um 2, um das Signal zu verlängern. Und dann nochmal um 4. So. Bauen wir uns hier eine Verstärkerstrecke nach unten. Verstärker aus dem Grund, dass wir das auch entsprechend verzögern können, weil das Startbit, was wir mitsenden, das wird uns hier nachher die ganze Geschichte sperren und das Signal, was nach dem Startbit kommt, dann zur Anzeige bringen. So. Na, komm. Passt das jetzt hin? Was wir übersehen? So. Mal kurz hier drüben spicken. Dafür habe ich mir das ja hier hingesetzt. Dreier. Block, Vierer. So, Minecraft-Freunde, in der vorherigen Aufnahme ist irgendwann mal mein Mikro, die Tonspur ist irgendwie kaputt gegangen, deswegen gab es da jetzt den Schnitt und ich erkläre euch kurz, was ich hier noch gemacht habe. So, diese Eingabe kennt ihr ja schon, ich habe hier einmal ein X und einmal ein O gemacht. So, und diese führt hier hinter und geht jetzt als erstes hier oben hin. Zu dieser Löschung, ja, die löscht mir uns hier den Speicher
Und dann geht das hier hoch mit einer kleinen Zögerung, dass der Speicher genug Zeit hat, sich leer zu laufen. Wobei, der kriegt ja ständig Impulse. Ja, also erst wenn der Startbit quasi hier ankommt und dann ja auch das letzte Zeichen hier oben drin ist, da das ja eh hier nochmal um 2 verzögert ist, sollte es passen. Ja, also man hat quasi zwischen den Zeichen immer 2 Verzögerungen. Ja, und jetzt haben wir das soweit schon mal aufgebaut, dass wir jetzt einfach hier switchen können. Ja, kann jetzt auch hier zum Beispiel, keine Ahnung, das jetzt hier verändern. Ja, so. Und jetzt sehen wir, da hat noch unten einen kleinen Nibbel dran. So. Genau, ihr könnt jetzt hier quasi von diesen Eingaben einfach noch weitere eben dran bauen. Achtet nur darauf, dass hier diese Strecke dann nicht zu schwach wird. Nicht, dass euch da dann was fehlt. Da ist schon wieder ein Beobachter verschwunden. Ja, Leute, tut mir leid. Irgendwas hat mein Computer, dass er mir ständig die Tonspuren kaputt macht. Auch gerade in der Aufnahme ist wieder mal die Tonspur verschwunden. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem soweit sehen, auch ohne Erklärung, was der Sache ist.
Ich habe jetzt schon einige Aufnahmen gemacht, immer wieder das gleiche Problem. Ich muss dem erstmal auf den Grund gehen, so hat das keinen Sinn. Ja, wenn ihr euch das soweit angeschaut habt und gesehen habt, wie das funktioniert, sollte es euch hoffentlich reichen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, Leute.